Grand Seiko ist in den letzten Jahren zu einer der aufstrebendsten Uhren- bzw. Luxusuhrenmarken unter Enthusiasten geworden. Trotzdem ist es gar nicht so einfach, einen umfassenden Überblick über die Marke zu bekommen. Noch relativ neu hier am Markt, kryptische Referenznummern, Schlagbegriffe wie Zaratsu oder Grammar of Design dazu, unkonventionelle Uhrwerkskonzepte wie Spring Drive. Wo soll man da nur anfangen, sich mit der Marke zu beschäftigen? Dieses Video ist auf jeden Fall ein guter Anfang, denn hiernach hast du den perfekten Überblick, kennst die wichtigsten Modelle und weißt, welche Modelle dich begeistern und welche du dir auf jeden Fall genauer anschauen solltest. Zu allen im Video erwähnten Uhren findest du unten in der Videobeschreibung jeweils einen Link. Und falls du in Zukunft gezielte Informationen zu Grand Seiko abrufen möchtest oder du einfach noch mehr Detail brauchst, dann findest du über den ersten Link in der Videobeschreibung den ultimativen Grand Seiko Buying Guide, auch in schriftlicher Form. Um Grand Seiko zu verstehen, muss man sich erst die Uhrwerke und dann die vier Hauptkollektionen anschauen. Vorher aber ein ganz kurzer Exkurs in die Historie der Marke. Grand Seiko ist im Vergleich zu vielen der Schweizer Mitbewerber noch relativ jung. Die Marke wurde nämlich erst 1960 von Seiko gegründet. Im gleichen Jahr wurde auch King Seiko als weitere Submarke gegründet. Die beiden Marken sollten in gegenseitiger Konkurrenz die perfekte Alltagsuhr bauen. Grand Seiko hatte nach kurzer Zeit schon sehr große Fortschritte, besonders bei der Gehäusefertigung, der Ablesbarkeit und der Präzision. Denn in astronomischen Chronometerwettbewerben in der Schweiz stellten die Japaner die europäischen Konkurrenten immer wieder in den Schatten. Ende der 60er Jahre kamen die genauesten mechanischen Uhren von Grand Seiko. Kurz darauf wurde die Marke allerdings auf Eis gelegt, denn Seiko fokussierte sich als ganze Gruppe auf die Massenfertigung von günstigeren Quarzuhren. 1988 kam Grand Seiko aber zurück, und zwar genau mit so einer Quarzuhr. 1998 folgte dann die erste mechanische Uhr nach der Wiederbelebung der Marke. 2004 kam die erste Grand Seiko mit dem legendären Spring Drive und 2009 die erste neue Highbeat. Und erst 2010 begann Seiko, Grand Seikos auch international zu vertreiben. 2017 gliederte Seiko Grand Seiko als eigenständige Marke aus und in dem Zuge verschwand dann auch das Seiko-Logo vom Zifferblatt und das Grand Seiko wanderte von 6 auf 12 Uhr. Wahrscheinlich ist Grand Seiko der Luxusuhrenhersteller mit dem größten Inhouse-Anteil in der Fertigung. Die starke vertikale Integration der Marke kam aus einer Notwendigkeit, denn im Gegensatz zu den Schweizer Herstellern konnten sich die japanischen Uhrenhersteller nicht auf ein gewachsenes Netzwerk aus Zulieferern und Teileproduzenten verlassen. Sie mussten von früh an alles selber bauen und haben aus dieser Not eine Tugend gemacht. Wie in den 60er Jahren Seiko-Luxusuhren in zwei unterschiedlichen Standorten, so ein Grand Seiko und King Seiko, gebaut wurden, werden auch heute Grand Seiko-Uhren an zwei unterschiedlichen Standorten, in zwei unterschiedlichen Manufakturen, sogenannten Uhrenstudios, hergestellt. Alle rein mechanischen Uhren von Grand Seiko werden im Shizuku-Ishi-Uhrenstudio in einem ruhigen Wald in der Präfektur Iwate hergestellt. Alle Quarz- und Springdrive-Uhren, also die Uhren mit einer elektrischen Komponente, werden im Shinju-Uhrenstudio in einer Anlage von Seiko Epson hergestellt. Diese befindet sich in der Stadt Shiojiri in der Präfektur Nagano. Den preislichen Einstieg in die Grand Seiko-Kollektion bieten die 9F-Werke, die Quarzwerke. Aber auch diese Uhren und diese Werke werden komplett in-house gefertigt und mit komplett meine ich wirklich komplett, denn die züchten ihre eigenen Quarzkristalle, haben ihre eigenen Batterien und alle der über 130 Uhrwerksteile aus den Quarzwerken werden in-house produziert. Und die meisten von denen, die sind sogar aus Metall, denn Grand Seiko baut Quarzuhren im gleichen Standard wie die mechanischen Uhren. Sie sollen Generationen überdauern und vererbt werden können. Und sie sollen vor allen Dingen auch geserviced werden können, also die Werke, nicht nur die Uhren. Denn bei vielen anderen Herstellern ist es so, dass bei Quarzuhren im Service das günstige Quarzwerk, welches hauptsächlich aus Plastik besteht, einfach entfernt wird und ein neues eingesetzt wird. Alle 9F-Quarzwerke von Grand Seiko haben eine Präzision zertifiziert von mindestens plus minus 10 Sekunden im Jahr. Einige Sondermodelle haben sogar plus minus 5 Sekunden im Jahr. Das erkennt man immer an dem fünfzackigen Stern auf 6 Uhr auf dem Zifferblatt. Die Uhren können so genau sein, weil die Werke thermokompensiert sind. Das heißt, der integrierte Schaltkreis im Uhrwerk weiß, wie die Frequenz vom Quarzkristall, die die Uhrzeit vorgibt,
auf Temperaturschwankungen reagiert und gleicht diese aus. Besonders präzise ist auch die Anzeige der Sekunden, denn der Sekundenzeiger bei Grand Seiko Quarzuhren trifft immer perfekt den Index. Bei anderen Quarzuhren sieht man, dass der häufig nach dem Schlag so ein bisschen zittert. Grand Seiko hat hier ein Auto-Backlash-System, also ein System, was mit einer zusätzlichen Feder diesen Schwung abfängt. Außerdem haben Grand Seiko Quarzuhren schwere und massive Zeiger im Vergleich zu vielen anderen Quarzuhren, denn hier werden oft gestanzte dünne Blechzeiger benutzt, da Quarzuhren mit weniger Drehmoment arbeiten als mechanische Uhren und die Zeiger deswegen leichter sein müssen. Grand Seiko hat hier einen ganz einfachen Trick, und zwar tickt der Sekundenzeiger und damit auch alle anderen Zeiger zweimal die Sekunde, und damit muss nur die Hälfte der Kraft, die Hälfte des Weges zurückgelegt werden. Der zweite Tick folgt auf den ersten allerdings so schnell, dass es fürs menschliche Auge wie eine Bewegung aussieht. Wie gesagt, werden alle Grand Seiko Quarzuhren im Shinju-Uhrenstudio gebaut. Grand Seiko verlässt sich aber auch auf die Tradition ihrer mechanischen Uhrwerke. Diese werden in zwei Kategorien unterteilt. Die 4 Hertz normal schwingenden Uhrwerke, das heißt, die ticken 8-mal die Sekunde, und die 5 Hertz Highbeat-Uhrwerke, die mit 10 Ticks die Sekunde ticken. Hier seht ihr oft auch die Zahl 36.000. So oft tickt eine Highbeat-Uhr in der Stunde. Die rein mechanischen Uhrwerke heißen 9S, und das 9S A5 ist das neueste Highbeat-Werk von Grand Seiko und hat wirklich komplett neue Maßstäbe gesetzt. Dazu kommen wir aber später, wenn wir über die Kollektion und besonders über die aktuell gehypteste und heißeste Kollektion von Grand Seiko sprechen. Alle mechanischen Uhren von Grand Seiko werden in-house auf ihre Präzision getestet. Sie dürfen in 6 verschiedenen Lagen maximal eine Gangabweichung von -3 Sekunden bis +5 Sekunden am Tag haben. Das ist in jeder Dimension des Tests 1 besser als das COSC-Chronometer aus der Schweiz, welches -4 bis +6 Sekunden in 5 Lagen zertifiziert. Alle mechanischen Uhren werden im Shizuku Ishii Uhrenstudio gebaut. Okay, ehrlicherweise nicht alle, denn es gibt da tatsächlich eine Ausnahme, und zwar die SLGT 003. Besser bekannt ist dieses exzellente Meisterstück als Kodo, der Herzschlag. Dieser skelettierte Constant Force Tourbillon wird nämlich im neuen Atelier Ginza in dem berühmten Seiko-Gebäude hergestellt. Neben einer unglaublichen Präzision durch den Constant Force Tourbillon bietet sie auch noch einen richtig rhythmischen Takt. Könnte daran liegen, dass der Ingenieur, der die Uhr mitentwickelt hat, vorher Musiker gewesen ist. Wer sich jetzt für diese Uhr interessiert, dem muss ich wahrscheinlich den Tag vermiesen, denn sie ist auf 20 Stück weltweit limitiert. Die Uhrwerkskategorie, weswegen wahrscheinlich viele von euch auf dieses Video geklickt haben, sind die neuen R-Werke, die Springdrive-Werke. Aber was ist Springdrive überhaupt? Springdrive ist eine Hybrid-Uhrwerkstechnologie, die das Beste aus der mechanischen und der Quarzwelt miteinander verbindet. Sie bringt den Charme und das hohe Drehmoment von mechanischen Werken, nämlich mit der Präzision von Quarzwerken zusammen. Spring Drive bedeutet auf Deutsch übersetzt Feder angetrieben, und genau aus einer Aufzugsfeder wie bei mechanischen Uhren kommt auch die Kraft, die das Räderwerk antreibt. Deswegen brauchen wir hier keine Batterie. Die Uhr ist autonom ohne wirkliche externe Stromquelle, außer natürlich das Aufziehen. Der Unterschied zu einer klassischen mechanischen Uhr ist die Regulierung. Mechanische Uhren werden nämlich durch eine Hemmung reguliert, die das Uhrwerk kurz anhält und dann wieder laufen lässt. Dadurch entstehen auch die Ticks pro Sekunde. Beim Springdrive übernimmt das ein Trisynchro-Regulationssystem. Mit einer Art Dynamo wird die mechanische Kraft vom Uhrwerk in elektrische Energie umgewandelt. Diese betreibt ein Quarzoszillator, der durch seine Frequenz die genaue Uhrzeit vorgibt und an eine elektromagnetische Bremse weitergibt. Diese elektromagnetische Bremse bremst das Uhrwerk über ein sogenanntes Gleitrad so präzise ab, dass die Uhren mindestens eine Genauigkeit von ±15 Sekunden im Monat haben. Dieses Abbremsen passiert ganz ohne mechanischen Eingriff, weswegen der Sekundenzeiger auch komplett flüssig und ruckefrei über das Zifferblatt gleitet. Grand Seiko sagt, Springdrive-Uhren zeigen die Zeit so an, wie sie sich wirklich um uns herum bewegt, und zwar flüssig und nicht in kleine Ruckler unterteilt. Wie die Quarzuhren werden Springdrive-Uhren im Shinju-Uhrenstudio in der Epson-Anlage gebaut. Bevor wir gleich zum Aufbau der Referenznummern kommen, möchte ich hier ein Missverständnis aus der Welt räumen. Und zwar glauben viele, dass Grand Seiko-Uhren grundsätzlich zum Service nach Japan müssten. Tatsächlich wird der Großteil
der anfallenden Servicearbeiten hier in Europa, genauer in den Niederlanden, durchgeführt. Lediglich die ganz neue Uhrwerksgeneration, da kommen wir gleich auch noch zu, die muss noch nach Japan für den Service, weil die Schulung für diese Uhrwerke unglaublich zeitaufwendig ist. Und alle Uhren, die eine komplette neue Politur bekommen sollen, müssen nach Japan, denn diese Saratsu-Politur, auch das ist unglaublich aufwendiges Verfahren. Da kommen wir später noch zu, wenn wir über die Gehäuse sprechen. Übrigens ist dank der modernen globalen Postwege eine Uhr, die nach Japan zum Service muss, nicht wesentlich länger weg als eine, die hier in Europa bleibt. Die Referenznummern bei Grand Seiko bestehen aus einem vierstelligen Buchstabencode, der die Serie angibt, und einem dreistelligen Zahlencode. Die meisten Referenzen beginnen mit einem SB, wobei die neueste Werkegeneration mit einem SL anfängt. Wenn ihr ein ST seht, dann ist das ein explizites Damenmodell. Der letzte Buchstabe der vier Stellen gibt die Komplikation bzw. den Antrieb des Uhrwerks an. Beispielsweise A für Dreizeiger Automatic Spring Drive oder H für Dreizeiger Automatic High Beat. Drückt jetzt auf Pause, um die weiteren wichtigsten Buchstabencodes für die Serien zu sehen. Die dreistelligen Zahlencodes werden in der jeweiligen Serie ungefähr der Reihe nach vergeben. Gerade Zahlen stehen für Lünetten aus Gelb- und Roségold und ungerade Zahlen für alle anderen Lünettenmaterialien, deswegen sieht man ungerade Zahlen auch deutlich häufiger. Für die Codes aller Serien mehr Hintergrundwissen und tatsächlich auch die Ausnahmen von Vergebung von Referenznummern findet ihr einen Link zu einem umfassenden Artikel in der Videobeschreibung. Heute hat Grand Seiko vier Hauptkollektionen. In der Elegance-Kollektion findest du klassische Dresswatches. Diese kommen oft mit einem reduzierten Design und inspirieren sich häufig auch an der allerersten Grand Seiko von 1960. Natürlich gibt es eine umfassende Auswahl. Ich beschränke mich aber, damit das Video nicht zu lang wird, auf die Uhren, die sich als perfekte Einstiegsuhren in die jeweilige Kollektion bewährt haben. Wie diese SBGW 231 oder ihr besonders an den Hörnern leicht veränderter Nachfolger, die SBGW 301. Eine reduzierte Dresswatch als Dreizeiger ohne Datum und mit Handaufzug. Sie hat einen Vintage-Charme mit dem cremefarbenen Zifferblatt und dem gewölbten Saphirglas. Tatsächlich ist hier bei der Uhr auch das Zifferblatt gewölbt. Das steht im Kontrast zu vielen Grand Seiko-Uhren, die vom Look etwas moderner sind. Die Zeiger der Uhr werden von Hand gebogen, sodass die Spitze näher an der Minuterie ist und das Ablesen erleichtert. Die SBGW 231 hat viele Schwesteruhren mit andersfarbigen Zifferblättern. Die ganze Gruppe wird von vielen Sammlern als Seiko Trava bezeichnet. Das ist eine Wortneuschöpfung aus Seiko und Calatrava, was eine der bekanntesten Dresswatch-Kollektionen der Marke Patek Philippe ist. Besonders beliebt in der Elegance-Kollektion sind auch die GMTs, wie diese SBGM 211. Diese SBGM 221 ist mit ihrem Klassikgehäuse auch von der ersten Grand Seiko aus 1960 inspiriert. Auch sie hat ein mit 4 Hertz schlagendes Werk, allerdings ein Automatik-GMT-Werk. Wie alle Grand Seiko GMT-Werke ist es ein echtes Reise-GMT, das heißt, der lokale Stundenzeiger lässt sich über 1 Stundenschritte schnell verstellen. Basierend auf diesem Grand Seiko, ja man muss schon sagen Klassiker, hat die Marke eine 4-Jahreszeiten-Kollektion vorgestellt. Grand Seiko zieht sich immer wieder Inspiration aus der japanischen Natur, egal ob das für Namen der Modelle, Gehäuse und besonders die Zifferblätter ist. Und was spricht mehr für die Natur als Jahreszeiten? Die 4 Jahreszeiten werden in Japan nochmal in 6 kleinere Sekis unterteilt. Das heißt, wir haben insgesamt 24 Unterjahreszeiten. Und diese Sekis sind meistens nach bestimmten Wetter- oder Naturereignissen benannt. Die beliebteste aus diesen 4 ist die SBGJ 249, die Shosho. Dieses Seki ist die Zeit im Frühsommer, wenn die regnerische Jahreszeit vorbei ist und warme Winde über das Land ziehen. Diese werfen kleine Wellen auf Seen und Teichen auf, die dann im Sonnenlicht glitzern. Es gibt wenige Hersteller, die Highbeat-Uhrwerke bauen und noch weniger Hersteller, die Highbeat-GMT-Werke bauen. Generell ist der große Vorteil bei schnell schwingenden Highbeat-Werken, dass sie ruhiger und stabiler laufen und sich durch Stöße und Veränderungen der Lage weniger aus der Ruhe bringen. Das kann man sich ganz gut vorstellen wie bei einem Fahrrad oder Motorrad. Je schneller das fährt, desto ruhiger und sauberer hält das die Spur.
Highbeat-Werke verbrauchen durch den schnelleren Schlag allerdings mehr Energie und haben deswegen eine kürzere Gangreserve. Deswegen hat Grand Seiko etwas entwickelt, um die Highbeat-Werke effizienter zu machen und es jetzt aber in jedem mechanischen Werk eingebracht. Das heißt, egal wie schnell euer Werk schwingt, ihr könnt von MEMS profitieren. MEMS steht für Micro Electro Mechanical Systems. Damit ist es möglich, kleinste Uhrwerksteile unglaublich präzise zu fertigen. Besonders in den Teilen der Hemmung wird MEMS dazu genutzt, um diese zu skeletieren, damit leichter zu machen. Außerdem haben die Spitzen vieler Zahnräder kleine Einbuchtungen, wo sich Schmieröl besser halten kann. Dadurch sind die Uhren besser geschmiert, die Serviceintervalle länger und das Uhrwerk insgesamt langlebiger. Die Omiwatari SBGY007 stellt die Speerspitze der Elegance-Kollektion dar. Trotz ihres ultraflachen Gehäuses, in dem ein Spring-Drive-Handaufzugswerk sitzt, spendiert Grand Seiko der Uhr ein extrem gewölbtes Saphirglas. Das Zifferblatt ist von der Schneedecke auf dem zugefrorenen Lake Sua in der Nähe des Shinju-Uhrenstudios inspiriert. In vielen Jahren ereignet sich hier ein Naturspektakel, bei dem das Eis im See der Länge nach zu einem Kamm aufbricht. Dieser Kamm ist der Legende nach der Omiwatari, der Ort, an dem die Götter über das Eis hinausgehen. Eine weitere Legende besagt, dass du, als uhreninteressierter Mensch, den alten YouTube-Kanal unbedingt kostenfrei abonnieren solltest. Kleiner Spaß, obwohl eigentlich nicht wirklich, denn jedes Abo hilft uns, besseren Uhren-Content für dich zu produzieren. In der Videobeschreibung findest du einen Link, wo du alle Uhren der Elegance-Kollektion einsehen kannst. Schreib unbedingt in die Kommentare, was hier dein Favorit ist. Die Heritage-Kollektion ist wahrscheinlich genau das, an was du denkst, wenn du an Grand Seiko denkst. Sie ist das Herzstück der Kollektion. Sie bleibt dem Erbe der erfolgreichsten Uhren aus den 60er und 70er Jahren besonders treu. Hier findest du elegante Uhren mit perfekten Details, aber trotzdem einer hohen Alltagstauglichkeit, wie zum Beispiel 10 Bar Wasserdichtigkeit in jeder Uhr oder Metallarmbänder. Eine Uhr aus der Heritage-Kollektion, die Grand Seiko außerhalb von Japan auf das Radar sehr vieler Uhrenliebhaber gebracht hat, ist die SBGA 211, die Snowflake. Sie verkörpert perfekt wie einzigartig Grand Seiko bei der Herangehensweise der Produktion und auch des Designs der Uhren ist. Das sehen wir am neuen R65 Springdrive Kaliber mit der Gangreserveanzeige auf dem Zifferblatt und dem flüssig gleitenden Sekundenzeiger. Aber auch am leichten Titangehäuse und Armband. Und natürlich an den perfekt verarbeiteten und veredelten Zeigern und Indizes. Das beeindruckendste ist aber das unglaubliche Zifferblatt mit einer dreidimensionalen Tiefe und Struktur, die man von Schweizer Herstellern nicht gewöhnt war. Der Name Snowflake kommt auch von diesem Zifferblatt. Es ist von den zugeschneiten Hotaka-Bergen rund um das Shinju-Uhrenstudio inspiriert. Durch den Wind in der Höhe bekommt die Schneedecke eine leicht wellige Struktur wie auf dem Zifferblatt. Aber der Name Snowflake passt in mehr als nur einer Dimension. Eine Schneeflocke gleitet durch die Luft wie der Zeiger des Springdrive-Werks über das Zifferblatt. Eine Schneeflocke ist leicht wie das High-Intensity-Titan, aus dem die Uhr besteht. Eine Schneeflocke wirkt auf den ersten Blick unscheinbar und gibt erst im Detail ihre Schönheit frei. Gehäuseform und deren Ästhetik sind für Grand Seiko sehr wichtig. Und besonders zwei spielen hier eine immer wiederkehrende Rolle, das 44 GS und das 62 GS. Beide stammen ursprünglich von Modellen aus 1976. Das 44 GS sticht mit seinen großen eckigen Flanken heraus. Diese sind mithilfe der Saratsu-Technik perfekt und verzerrungsfrei glatt poliert. Bei der Saratsu-Politur wird die flache Seite eines Polierrads verwendet. Per Hand regulieren die Politeure, wie viel Druck sie mit dem Gehäuse auf das Polierrad ausüben und damit, wie viel und in welcher Form Material vom Gehäuse abgetragen wird. Dieser Prozess ist unglaublich schwierig, verlangt sehr großes Fingerspitzengefühl und ist sehr zeitaufwendig. Deswegen müssen die Handwerker bei Grand Seiko, bevor sie an die Gehäuse dürfen, die in den Verkauf gehen, eine sehr lange Ausbildung absolvieren. Die Grand Seiko Designsprache orientiert sich an 9 Punkten, die 1967 mit der Vorstellung des 44 GS festgelegt wurden. Diese nennen sich das Grammar of Design, die Grammatik des Designs. Hier habt ihr alle 9 Punkte, wenn ihr die in Ruhe durchlesen möchtet, dann drückt jetzt gerne auf Pause. Ein großer Bestandteil des Grammar of Design und des Grand Seiko Styles sind das Spiel zwischen Licht und Schatten. Dieses ist im japanischen Empfinden für Ästhetik unglaublich tief verankert. Erreicht wird es durch facettierte Flächen und die Abwechslung von polierten und satinierten Flächen. Auch bei Zeigern und Indizes wird das angewendet, um die Uhr besser ablesbar zu machen.
Einige der Punkte aus dem Grammar of Design beziehen sich auch auf den Tragekomfort der Uhren. Beispielsweise, dass die Uhren im Profil sich an die Krümmung eines Handgelenks anpassen müssen. Alle Uhren, die in der Vergangenheit nach dem 44 GS kamen, orientieren sich an diesem Style. Manche strenger, manche weniger streng. Heute sehen wir die meisten, die sich daran orientieren, in der Heritage-Kollektion. Das 62 GS-Gehäuse hat weniger große Flächen als das 44 GS-Gehäuse, hat dafür mehr Winkel und Kanten. Es war in den 60er Jahren das erste Modell von Grand Seiko mit einem Automatikwerk. Was es nicht hat, ist eine Lünette. Dadurch kann mehr Licht auf das Zifferblatt und auf die Zeiger dringen und die Uhr in der Ablesbarkeit besser machen. Ursprünglich hat man das Design aber wahrscheinlich eingeführt, um die Höhe des Automatikuhrwerks zu verstecken. Diese SBGA 413 stammt wie die Shosho auch aus einer Vierjahreszeitenkollektion. Diese vier Uhren waren zuerst USA-exklusiv und haben dort einen unglaublichen Hype für Grand Seiko erzeugt. Daraufhin hat Grand Seiko die Kollektion für die ganze Welt geöffnet. Die SBGA 413 ist vom Seki Shunbun, der Frühlingstag- und Nachtgleiche, inspiriert. In dieser Zeit verstreut der Wind die Kirschblütenblätter und das Zifferblatt mit seiner leicht rosa Färbung soll an diese Kirschblütenblätter auf der Oberfläche eines Sees erinnern. Die Zifferblätter von Grand Seiko sind wie die meisten in der Industrie aus Messing. Mit einem stempelähnlichen Verfahren werden die Muster in die Metallplatten gepresst. Die Muster werden in diese Stempel per Hand geschnitzt bzw. gemeißelt. Dadurch haben wir Handarbeit, aber trotzdem ist die gleichbleibende Qualität bei der Produktion von mehreren Uhren garantiert. Ein und derselbe Stempel wird nicht nur für mehrere Uhren aus dem gleichen Modell genutzt, sondern auch für andere Modelle. Durch die aufgetragene Lackierung in unterschiedlichen Farben wirkt trotzdem jedes Zifferblatt anders. Die Sportkollektion von Grand Seiko ist mit ihrem Namen relativ leicht zu durchschauen. Hier findest du klassische Sportuhren der Marke. Wie diese SBGN 005, die mit ihrem Quarz-GMT-Werk perfekt zum Reisen geeignet ist. Denn die Uhr ist nicht nur auf plus minus 10 Sekunden im Jahr genau, sondern hat auch eine Schnellverstellung der Stunde, um die Uhr sofort, ohne sie neu stellen zu müssen, für eine andere Zeitzone einzustellen. Außerdem sind Quarzwerke weniger anfällig gegen Erschütterung und sonstige äußere Umstände. Vor nicht allzu langer Zeit hat Grand Seiko neue GMT-Quarzuhren mit einem ähnlichen Look, allerdings der Krone auf 4 Uhr, vorgestellt. Die Krone auf 4 Uhr ist etwas, was man in der Sportkollektion relativ häufig sieht und das erinnert natürlich an die Sportuhren der Mutterfirma Seiko. Die Sportkollektion ist übrigens die einzige Kollektion bei Grand Seiko, in der man wirklich regelmäßig Leuchtmasse sieht. Wenn du dazu größere Uhren suchst, bist du auch hier genau richtig. Der hat mir zum Beispiel diese 44mm Hi-Beat GMT SBGJ 237. Dieses Design finden wir auch in anderen Farben und mit Springdrive-Werken. Trotz der Größe trägt sich die Uhr auch auf mittleren Handgelenken sehr angenehm durch das kurze Lack-to-Lack und dadurch, dass das Gehäuse nach unten hin schmaler wird und die Auflagefläche auf dem Handgelenk somit gar nicht so groß ist. Besonders ist hier die Lünette, denn sie hat über den farblichen Markierungen eine Einlage aus Saphirglas, was der Lünette einen unglaublich dreidimensionalen Look verleiht. Alles, was weiß an der Markierung ist, ist übrigens Leuchtmasse. Aber auch andere Lünettenmaterialien finden wir in der Sportkollektion, wie bei dieser SBGE 255 in Vollkeramik oder dieser Taucheruhr mit geherzter Edelstahllünette. Eine ganz besondere Uhr aus der Sportkollektion ist die SBGC 247. Die Uhr ist eine Anniversary Limited Edition zum 15-jährigen Jubiläum dieses Werkes. Das Werk ist ein Springdrive Chronographenwerk mit zusätzlicher GMT-Anzeige. Die Uhr ist genauso wie die Snowflake auch aus High Intensity Titan, was übrigens eine eigene Legierung von Grand Seiko ist. Diese verbindet alle Vorteile von Grade 5 Titan mit einem ganz entscheidenden Vorteil von Edelstahl, und zwar, dass es verzerrungsfrei poliert werden kann. Das heißt, auch bei Titanuhren verzichte ich bei Grand Seiko nicht auf die Sarazzo-Politur. Das Muster vom Zifferblatt ist übrigens das gleiche wie bei der Shunbun, wirkt durch die Farbe aber komplett anders. Die Totalisatorenanordnung ist fürs europäische Auge etwas gewöhnungsbedürftig, deswegen hat Grand Seiko in ihrer neuesten und aktuell beliebtesten Kollektion, der Evolution 9, einen neuen Chronographen, den Tentagraph, vorgestellt, der vom Design her etwas konventioneller ist. In der Evolution 9 Kollektion findest du neben Sportuhren aber auch klassische Alltagsuhren wie in der Heritage Kollektion. Diese orientieren sich allerdings nicht an der Vergangenheit mit den 9 Punkten vom Grammar of Design, sondern an der Zukunft, denn im Evolution 9 gibt es 9 neue Punkte, 9 evolutionierte Punkte, an denen sich das Design der Uhren orientiert.
Die Uhren sind deutlich sportlicher, mit mehr Abwechslung zwischen polierten und satinierten Flächen. Aber gehen wir die Punkte des Evo 9 Styles, einmal am Beispiel des neuen Markenprimus, der SLGH 005 Whitebirch durch. Komplett neu entstanden sind die Punkte eines breiteren Armbands für einen optimalen Tragekomfort. Das Armband muss mindestens 50% der Breite des Gehäusedurchmessers aufweisen. Außerdem muss das Armband robuster und stabiler sein, ohne zu hoch zu werden. Um den Tragekomfort noch besser zu machen, muss auch der Gehäuseschwerpunkt tiefer am Handgelenk liegen. Einige Punkte sind Weiterentwicklungen aus dem Grammar. Alle Indizes haben zusätzlich eine tiefe Rille in der Mitte. Der 12-Uhr-Index muss, wie beim Grammar, nicht nur doppelt so breit sein, sondern kann sogar noch breiter sein. Alle Zeiger müssen jetzt mehrfach facettiert sein und es muss eine Abgrenzung von Stunden- und Minutenzeiger durch unterschiedliche Formen geben. Und der Minutenzeiger muss lang sein, und zwar nämlich so lang, dass er bis zur Minute Ri reicht. Wir haben ein noch facettenreicheres Gehäuse mit verschieden bearbeiteten Oberflächen und natürlich verzerrungsfreier Saratsu-Politur. Einige Regeln wurden auch ohne Veränderungen aus dem Grammar übernommen. Ein flaches Zifferblatt und eine Wölbung des Gehäuseprofils. Neben der SLGH 005 mit Highbeat gibt es mit der SLGH 009 auch noch eine Springdrive Whitebirch. Auf den ersten Blick sehen diese sehr ähnlich aus, die Unterschiede stecken aber im Detail. Der größte ist tatsächlich Farbe und Struktur des Zifferblatts. Wo die Highbeat-Uhr eher silber und ziemlich dreidimensional im Zifferblatt ist, ist die Springdrive weiß und flacher, fast schon wie gemalt. Das kommt daher, dass sie natürlich aus unterschiedlichen Manufakturen kommen. Die Highbeat ist von den Birkenwäldern rund um das Shizuku-Ishi Uhrenstudio inspiriert und die Springdrive von denen am Shinju-Uhrenstudio. Besonders spannend ist bei beiden Uhren der Blick durch den Glasgehäuseboden. In der Highbeat tickt das neue 9S A5. Dieses bringt mehrere uhrmacherische Finessen mit sich, die wir bei Grand Seiko noch nie gesehen haben und teilweise auch bei anderen Herstellern noch nicht. Ganz vorne anstellen muss man hier die neue Doppelimpulshemmung. Die Kraft der Aufzugfeder wird über das sternförmige Ankerrad wie bei einer klassischen Hemmung mit einem indirekten Impuls, aber auch mit einem direkten Impuls an die Unruh weitergegeben, sodass diese immer mit sehr viel Energie versorgt ist. Dazu sind die Uhrwerksteile in der Hemmung mit MEMS gelitiert und dadurch leichter. Das zusammen macht diese neue Hemmung ultra energieeffizient. Im Zusammenspiel mit Kraft aus zwei Federhäusern schafft es Grand Seiko mit dem neuen SA5 ein Highbeat-Werk zu bauen, das trotz der schnellen Schwingung eine Gangreserve von Weltklasse 80 Stunden hat. Und zur kurzen Einordnung, eine neue Hemmung zu entwickeln und zu bauen, ist alleroberste Champions League in der Uhrmacherei. Fast alle Uhrenhersteller nutzen klassische Schweizer Ankerhemmungen. Ein Beispiel für eine andere Hemmung wäre sonst noch die Koaxialhemmung von Omega. Was mich an dem Werk allerdings am meisten begeistert, ist die Optik. Dieses Uhrwerk ist mit seiner Veredelung ein richtiges Kunstwerk. Und wenn ich ehrlich sein muss, an jeder Schweizer Uhr mit so einem optisch beeindruckenden Werk stünde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein höherer Preis. Wenn dich der Preis und die Verfügbarkeit der Whitebirch interessiert, findest du sie natürlich über den Link in der Videobeschreibung. Das Uhrwerk ist übrigens auch 0,8 mm flacher geworden als bisherige Highbeat-Werke, genauso wie das neue Springdrive 9RA2 aus der Springdrive Whitebirch. Grand Seiko hat bei diesem Uhrwerk auch auf die Stimmen vieler Uhrenliebhaber gehört, die sich an der typischen Gangreserveanzeige auf dem Zifferblatt beim Springdrive gestört haben. Diese ist nämlich jetzt auf dem Gehäuseboden im Werk. Der Look des Uhrwerks ist fast schon wie gefrostet und die große Mittelbrücke hat etwas von einer Platine. Diese gibt übrigens auch dem Uhrwerk mehr Stabilität und Stoßfestigkeit, denn sie verbindet drei vorher getrennte Teile miteinander. Wie das neue Highbeat-Werk hat auch das neue Springdrive-Werk zwei Federhäuser. Diese sorgen allerdings für 120 Stunden, also 5 Tage Gangreserve. Da Springdrive-Werke mehr Teile haben, ist auch der Platz im Uhrwerk rar gesät. Deswegen sind die beiden Federhäuser unterschiedlich groß, um die Anordnung der Uhrwerksteile im Uhrwerk zu optimieren. Das 9RA2 und das 9RA5, das ist das neue Springdrive-Werk, was wir in den Taucheruhren der Evo 9 Kollektion sehen. Das hat die Gangreserve vorne, daran erkennt ihr das, sind übrigens auch genauer als die bisherigen Springdrive-Werke. Und zwar nicht mehr plus minus 15 Sekunden im Monat, sondern plus minus 10 Sekunden im Monat. Allerdings musste hierfür die Thermokompensierung komplett neu entwickelt werden, denn die aus den Quarzwerken brauchte zu viel elektrische Energie, die das Springdrive-Werk nicht bieten konnte. Es war hier also wieder mal Effizienz das Stichwort. Ich finde übrigens sehr gut, dass in dieser neuen Werkegeneration
die Springdrive und die Highbeat-Werke optisch deutlich differenzierter sind. Neben den White Birches findet ihr in der Evo 9 Kollektion übrigens auch noch in Titan die Night Birch mit einem schwarzen Birkenzifferblatt. Sollten Bäume nicht euer Lieblingsthema aus der japanischen Natur sein, dann findet ihr auch die Lake Sua, die vom gleichnamigen See inspiriert ist, in Titan und in Edelstahl. Außerdem gibt es hier noch sportliche Diver und GMT-Modelle wie diese Mistflake. Bei den Taucheruhren aus der Evo 9 Kollektion nutzt Grand Seiko übrigens das erste Mal Lünetteneinlagen aus Keramik. Vorher waren diese immer aus gehärtetem Edelstahl und Keramik kam nur wirklich bei nicht drehbaren Volllünetten vor. Ein relativ neues Highlight aus der Evo 9 Kollektion ist der vorhin schon erwähnte Tentagraph, der erste Highbeat-Chronograph oder der erste generell mechanische Chronograph von Grand Seiko. Der Vollständigkeit halber sei die fünfte Kollektion von Grand Seiko noch erwähnt, die Masterpiece-Kollektion. Diese besteht allerdings nur aus sehr wenigen Uhren, die oft in sehr geringer und auch oft limitierter Stückzahl hergestellt werden. Und zwar von den besten Uhrmachern der Marke im Micro Artist Studio, was im Herzen des Shinju-Uhrenstudios liegt. Hier finden wir auch häufig das Material Platin und ein ganz besonderes 8-Tage-Springdrive-Handaufzugswerk. Noch mehr Wissen zu Grand Seiko findet ihr hier. Einmal die Aufzeichnung unseres Livestreams, wo wir über die Modelle sprechen, die jeder Uhrenenthusiast kennen muss. Und einmal ein Video, wo wir die Grand Seiko Boutique in Paris besucht haben. Wir sehen uns da.